Bläser anbieten. Hört sich einfach an, ist aber sehr anspruchsvoll, bis es alles genug Schub liefert, um seine Maschine damit zu bewegen. Und auch das hat heute elektrisch schon einen Leistungsstandard erreicht, den man vor 10 Jahren sind wir zügig die kleine Maschine beschleunigen. Das Problem von den kleinen Flugzeugen ist, dass die sehr kleine Räder haben und die Bewegung erreicht. Der Pilot muss sich da gar nicht drum kümmern. Der wartet nur, bis der Startzyklus abgeschlossen ist und dann kann er mit dem Flugzeug ganz normal starten. Die Cup und die Super Cup hier. Da weiß ich, das ist drauf. Man sieht schon, wie er hebt. Seine Muskeln sind angespannt. Ich weiß nicht, wie viel Kilogramm er wieder Gewicht drin hat. Das heißt, hier wird es auch etwas schneller. Aber die Slotmaschinen haben meistens die Power und die Stabilität, dass da nicht viel passiert. Im Original wird es fatal, obwohl viele im Original sagen, dass die Slotkupplung ein bisschen erklärt und hat. Die Linie ein bisschen zügig. Heute müsste eigentlich relativ gut aussehen mit der Sonne, wenn uns hier der Boden aufgewärmt ist und ein bisschen Wolken drüber sind. Wunderbar. So, wenn er Serbik erwischt, ist er eine einzige Stunde hier segeln. Dann hat er da hin.
die Räder, die auf der Lamin angegriffen wird. Gut, jetzt warten wir noch die Landung von der Höhe ab. Wunderbar. Ich habe gerade erfahren. Also jeder, der Limbo fliegen will, bitte kommt einmal vom Feld versammeln. Jetzt schauen wir. Ja, das letzte Serie hat das Seil abgeworfen, wie im Original auch, oder obwohl es jetzt. Ja, eine 3-Punkt-Landung. Drüber. Kunstflug mit einem Segelflugzeug. 4-Punkt-Rolle. Hören. Verhören. Die 507 mit einem Terminenantrieb hinten drin. 16 Kilo, 17 Kilo. Ideales Wetter hier. Sehr hohe Grad, dass sich die Limbo-Piloten bitte vorbereiten sollen. Wenn man den Limbo-Piloten kann man eben die Vorbereitung vorbereiten. Noch eine Pirouette. Der kommt rein zur Landung. Und setzt ganz vorsichtig auf. Gut, wenn man aufzieht, dann wird das Modell im Stil ganz leicht nach vorne gekippt. Und dann im Abwärtsflug eine halbe Rolle. Weil genau diese Startzacke, die der andere geflogen hat, ist auch sehr schwierig. Das ist wirklich vorsichtig. Allerdings in diesem Fall ein bisschen überholt. Die roten Dinger, die oben an den Flächen herausschauen, das sind die Fährplatten. Er dreht sich die Kabine ein, das heißt, sie schaut auf ihre ganzen Parameterkarten
Und wenn die Drehzahl entsprechend konstant ist, dann alles hat jetzt noch, ob alles in Ordnung ist, und dann kann es schon losgehen. Die Schleunigung sind langsam an der Hauptrute, die Turbine dreht hoch. Da wird schon laut, die Turbine verbrennt einen Haufen Kerosin, der Geruch macht sich hier eben breit. Und dann ist es schön in der Luft. Und jetzt lassen wir den Raul einfach fliegen. Also vor 2-3 Jahren geflogen und ich sage inzwischen, ist es mein. Mal gucken, ob der andere noch damit fliegen kann. Er hebt jetzt gerade ab. Und er wird dann bitte das Vorbild in den Kunststück zeigen. Das Modell ist deutlich leider geflogen. Andi kann das auch relativ gekonnt in Szene setzen, wenn er also die 3D fliegt. Noch nicht durch. Schon wir schon von links nach rechts durch wegen dem Wind. Obwohl jetzt ist fast doch keiner mehr. Okay, alle in der Luft. Dann kann es losgehen. Ja. Ein Anflug, ein Scheiße daneben, der dritte drüber. Also müssen alle drei anklicken, aber es klappt ja halt dermaßen diszipliniert. Eine kleine Berührung. Ich glaube, die am rechten Teil aufhalten, nach oben und rechts drüber. Kann wieder angeflogen werden. Im Formationsflug zu dritt. Eine Mustang, eine Spitfire und eine Corsair. Die Piloten das Talent aus. Jetzt hat er die Sorge, er ist ganz nach oben. Da ist natürlich die Trümmer aufgekommen, ich bin recht vom Platz ganz nach oben. Na gut, ist dann nicht ganz so schwierig, das kommt darauf an, mit welcher Schwierigkeit er das da macht.
der Seite roter Blätter besser umdrehen. Wenn der hier ein Wappen entsteht, dann fällt das Ding einfach nach unten. So, schauen wir mal, was wird. Ihr habt das Ziel, das muss er die Hüften umstupfen, so wir das nicht aufnehmen können. Also schauen wir mal, was passiert. Und ich bin dabei ruhig. Das Modell haben wir heute schon mal gesehen. Nehmen die 50, hier eine Ausführung hier von dem Vermessungshubschrauber. Also das Original nachempfunden. Motorisierung elektrisch. Fällt alles. Und jetzt schauen wir, was passiert. Jetzt geht dann das los, für derjenige, der im Hund immer sein Hut hinterherläuft und immer wieder versucht zu kippen und der Hut ist weg. Genau so. Großen Flugübungen weltweit agieren. Ich zeige bei uns schon so was nur Video. Ja, einen Überflug nachkommen, dass der absolute Landung hinten rein. Nach der Landung hat der Detlef noch ein paar Informationen. Er hat die Telemetrie beobachtet, die im Center bei ihm ankommt. Na, jetzt gibt nochmal Gas. So, einen riesen Applaus, eine Stufverlandung, eine Stufverlandung. Er hat die 5 Kilometer erreicht. Wenn er das anstechen würde, dann würde auch die Maschine an die 300 Kilometer ranreichen. Ich finde es ganz interessant, das kann der Pilot nicht unbedingt alles beim Fliegen ablesen, aber wenn er einen Helfer neben sich stehen hat, der ihm die Sachen einsagt, oder aber wenn er seinen Sender programmiert, dass er die Durchsagen akustisch gemeldet bekommt, dann warnt die Anlage zum Beispiel davor, dass ein Kerosin beendet wird oder irgendwelche anderen Sachen, nicht passen, Reichweite, Empfängerakkuspannung. All die Dinge werden heute relativ selbstverständlich übertragen vom Modell zurück an den Sender. Und das macht das Fliegen durchaus interessanter, technisch anspruchsvoller zum einen, aber auch sicherer, weil man eben nicht mehr mit leergeflogenen Empfängerakku plötzlich runterfällt, Störung ruft, sondern man tritt eine Warnung steht, dann hat man noch genug Zeit zum Landen und bringt die Maschine sicher nach Hause. Schöne Landung, wunderbar gemacht. Danke, Gerd, schön gemacht. Ich auch. Und nutzen schnell die Gelegenheit. Die AFH ist eingekuppelt. Schleppseil können übrigens beide Maschinen abwerfen. Der Segler kann sich ausziehen, die Motormaschine kann die Kupplung auch öffnen. Für Notfälle oder aber für einen normalen Seilabbruch. Also in irgendeinem Notfall sprechen die beiden nicht ab. Normalerweise sagt der Schlepppilot vorne raus, dass die Kupplung auch in den Bereich. Das hier ist ein Modellsegelflug. Da war der Segler wieder daheim. Er macht sich gar nicht die Mühe, das letzte Mal auszuklinken. Schon stark auf der Seite der Motormaschine. Parallel zum Endschlepp, die korrekt Motormaschine. Wir haben gesehen, die kleinen Schwingen, an denen das Segelfahrwerk hängt. Ein Grund dafür, warum die Maschine so robust ist, weil die einfach einen großen Federweg hat. Und diesen Federfahrwerk natürlich auch mal einen etwas größeren Rumpler verträgt.
ohne dass gleich irgendwas knastert und knistert. Und dann hat 22 Kilo vorne oder gleich nochmal hinten angehauen. Minimo hat mehr Glück erwischt. Kommt wunderbar rein. Den Segler mit der Hilfsgeb. Der nächste kommt rein. Bremsklappen rausgefahren. Ja, kommt wunderbar. Das heißt. Also, super. Die Steigen anstatt was zu fallen. Da ist irgendwas. Also das ist was anderes, aber ich wollte also von dem Baumarkt, ich habe dann weiter runter gesehen, wie sie aufstellen. Oder ganze Fahrt drüber, thermik ohne Ende. Und die fliegen und fliegen und fliegen. Ja, bloß wenn jetzt zu hinten, dann jetzt die Schnecken. Ja, muss man wieder den Raumhotel nach, dass neu nehmen. Also, der Segler ist schon auf den Weg zurück. Jetzt haben wir was ganz was Eigenes. Halt. Das Mikrofon hinhalten, ich muss noch sagen, was passiert. Das linke Gerät, das funktioniert nicht. Das sollte man nicht fliegen damit. So, die Krux ist am Start. Also so haben die Dinger wirklich auch im Original ausgelegt. Das ist der Hund. Die warten schon auf die Notwendigste. Achtung, Achtung, für die Zeit hat er mal wirklich als Pilot und für den ersten Schuss mit so einem Teil zu fliegen. Also immer schön frisch die Stirn, GPS sowie Kompass, dann kann das nicht passieren und die Drohne bleibt immer schön bei einem. Und wenn man das Flecklein drückt, dann landet sie bei einem. Ja, Applaus für die Clubpiloten. Schöne Vorhörer. Genau wie das Original, das gibt es einfach. So, jetzt kommt wieder was, was ein Original nicht kann. Die Schilder nach den Kotten, die Maschine an den Propeller hängen. Da reichen das Original noch vielleicht die Leistung und nicht ganz aus. Viel Glück ist der. Die Haltung, die rüber aussehen.